Ganz herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Ich begrüße euch, wenn ihr schon mal dabei wart, freue mich über die positive Resonanz und begrüße natürlich auch alle, die das erste Mal reinschauen. Lasst euch überraschen und schaut euch an, was der Monat Februar für euch bringt. Wichtig ist dabei zu bedenken, dass es sich um eine allgemeine Legung handelt, die natürlich nicht die ganz persönlichen Dinge berücksichtigen können, sondern lediglich die Energien, die um einen herum eine Auswirkung haben, Einflüsse haben auf das, wie wir uns verhalten, wie es uns geht und wie wir auch auf andere wirken. Ich freue mich, dass ich das für euch machen darf. Freue mich natürlich auch, wenn ihr ein Feedback gebt, was euch vielleicht in der Vergangenheit schon weitergeholfen hat oder dass ihr euch dabei, ich sag mal, wiederfindet, erkennen könnt, was für euch persönlich ganz wichtig ist, was für euch von Belang ist. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge oder ähnliches habt, dann packt das doch bitte in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail unter sinnvital, ein Wort, @gmail.com. Da könnt ihr gerne auch Vorschläge und Anregungen hinschicken oder ich sag mal irgendwas, was euch gefällt, was ihr vielleicht als Vorschlag habt. Ich bin für alle Vorschläge offen und würde mich freuen, mit euch zusammen etwas zu erarbeiten, was wie gesagt euch hilft und ja, uns alle ein bisschen weiterbringt. Jetzt ist ja der Monat Februar ein ganz besonderer. Wir haben Karneval und wir haben natürlich auch den 14. Februar, den Valentinstag. Und einmal als Dankeschön für eure große Aufmerksamkeit, über die ich mich sehr freue, werde ich mir was Besonderes einfallen lassen für jedes Sternzeichen und hoffe, dass euch das auch gefällt. Ihr könnt mir, wie gesagt, unter den Kommentaren mitteilen, wie das für euch ist oder ob ihr das gut findet, ob ihr das weiter haben möchtet. Aber wir kommen später dazu, weil es ist ja eine Überraschung. Ja, ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ja, und dann wollen wir mal in die einzelnen Taroskope der Sternzeichen einsteigen. Also, bis gleich. Hallo liebe Waage und herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir machen heute ein keltisches Kreuz für die allgemeine Legung der Energien für den Monat Februar für die Waage. Wir schauen mal, was du für Energien mitbringst, was für Energien vorherrschen, ob es irgendwas gibt, was vielleicht zu vermeiden ist oder was du vielleicht noch vermeiden kannst, bevor es soweit ist. Wir schauen mal und klären das auch mit Karten zusätzlich. Also, Ausgangspunkt ist die 9 der Stäbe. Das heißt ziemlich, ja, abgekämpft, sagen wir es mal so. Was dich kreuzt oder was deine Energie kreuzt, ist die 8 der Münzen. Das heißt viel Arbeit. Vielleicht bist du ziemlich abgekämpft, hattest viel zu tun. Das ist so die Energie, mit der du in den Februar startest. Im Kopf hast du Königin der Schwerter. Also klare Kommunikation, sachlich, ja, effizient. Was hast du für Energien, die dein Bauchgefühl umgeben? So, und da haben wir den Tod. Der Tod ist nichts Schlimmes. Es handelt sich dabei um Energien, Transformation, Veränderung, Ende und Neubeginn. Und dann haben wir die kürzere Vergangenheit, also die letzten 4 bis 6 Wochen etwa. Da haben wir den Gehängten, Stagnation. Vielleicht auch aufgrund der vielen Arbeit oder so, so wie es aussieht. Wir schauen mal. Deine nähere Zukunft. Und da haben wir die Welt. Ist ja super. Also steht ja alles offen. Und also die Welt steht ja offen. Wir schauen dann mal näher, was das genau betrifft. Dann sehen wir mal, wie du dich in diesem Monat so siehst, liebe Waage, als Eremit. Das heißt, der Eremit ist jemand, der mit der Lampe nach einem Weg sucht und seine Weisheit nutzt. Das ist nichts Schlechtes. Wie sehen dich die anderen, dein Umfeld? Als Herrscherin, also sehr zugetan, mütterlich, ja, liebevoll, sage ich mal.
Was sind denn im Monat Februar deine Hoffnungen und Ängste? Ass der Schwerter. Also eine neue Möglichkeit, etwas zu erreichen, eine Chance. Eine Chance, ein Angebot, ein neuer Weg, der sich da eröffnet. Und wie ist der mögliche Ausgang? Die 7, der Stäbe. Auch wieder Verteidigung. Das heißt, du verteidigst dein Territorium. Okay. Schauen wir mal. Was haben wir? Was ist die 9 der Stäbe hier? Ja, worum kreist das in diesem Monat? Gericht. Das heißt, es könnte sein, dass du tatsächlich eine Sache hast, die bei Gericht geklärt wird, oder es ist eine Sache, die noch nicht ganz ausgestanden ist und da gibt es eine Entscheidung zu treffen, die 2 der Stäbe. Jetzt haben wir das zum Thema Arbeit und da haben wir auch eine 2 der Schwerter. Das ist etwas, da geht es um eine Entscheidung, die du nicht treffen willst, die du nicht sehen willst. Gericht, Entscheidung, Arbeit. Aber es geht erfolgreich für dich aus. Es kann sein, dass dir in irgendeinem Rechtsstreit Geld zugesprochen wird oder dass du eine Abfindung bekommst oder dass je nachdem, wie die Entscheidung fällt oder wie du dich entscheidest, da auch etwas für dich bei herauskommt. Okay. In deinem Kopf. Königin der Schwerter. Kann sein, dass es um diese Sache geht, dass du dir darum Gedanken machst. Und da hat eine Menge Gefühl eine Rolle oder spielt eine Rolle. Und da geht es auch. Es geht um etwas, was beendet wird oder was sich verändert. Also Königin der Schwerter, Ass der Kelche und der Tod. Okay. Und es geht darum, etwas zu verlassen, was man liebgewonnen hat. Ich nehme an, es geht um einen Arbeitsplatz, so wie sich das anfühlt. In der Vergangenheit gab es Stagnation. Das hat mit der Vergangenheit zu tun. Die 6 der Kelche hat immer mit Vergangenem zu tun. Und Gefühl, Ritter der Kelche. Du hast wahrscheinlich nach einer Möglichkeit gesucht, aus dieser Situation herauszukommen. So, dann haben wir die Transformation als dein Bauchgefühl. Und das ist die 10 der Kelche, also durchaus erfolgversprechend auch. Und das ist die 7 der Schwerter, Diebstahl. Jemand versucht, mit etwas davonzukommen. Das ist dein Bauchgefühl. Aber du hast die Kraft und bewältigst das. Also ich nehme an, das hat etwas mit deinem Arbeitsplatz oder deiner Beschäftigung zu tun. Und da gab es wahrscheinlich, ich sag mal, längere Zeit schon, deswegen auch hier in der Vergangenheit, Stagnation, dass es nicht weiterging. Du hast dir Gedanken darüber gemacht, wie man was verändern kann und dein Bauchgefühl hat dich nicht getrogen, da war jemand, der dir etwas wollte. Und jetzt hast du das in der Zukunft die Welt. Vielleicht hast du auch schon eine neue Möglichkeit, weil hier gab es ja eine Offerte. Jedenfalls ist es finanziell sehr gut. Du musst dich verteidigen. Vielleicht jetzt noch im Februar. Kann auch Wettbewerb bedeuten. Und du hast eine Last zu tragen, die 10 der Stäbe. Also viel, was du mit dir herumschleppst in diese neue Zukunft. Aber 10 der Stäbe bedeutet auch, dass das praktisch noch, du liegst da in den letzten Zügen, diese Sache zu verarbeiten. Du hast dich erfolgreich verteidigt und hier haben wir den Stern. Also, alles gut. Es wird alles gut. Dann haben wir hier dein Selbstbildnis, den Eremiten und König der Stäbe. Feurige Energie, sehr zielgerichtet, sehr schnell begeistert, aber auch sehr schnell gelangweilt. Und die Hierophantin, Hohenpriesterin. Das heißt also auch, dass du deine Intuition nutzt.
Sehr gut. Deine Umwelt sieht dich so als Herrscherin. Ob jetzt männlich oder weiblich, es kann auch der Herrscher sein, das ist egal. Und aber auch, dass du momentan ein bisschen ruhiger bist, also stagnierend derzeit, aber liebevoll. Also deine Umwelt sieht dich halt als liebevolle, aber momentan etwas, ja, ich sag mal, zurückgezogene Person. Du siehst dich ja selbst auch als Hierophant. Dann haben wir Hoffnung und Ängste, das Ass der Schwerter, eine Entscheidung treffen. Und da bist du in deinem Kopf gefangen. Das ist wieder die Acht der Schwerter, die auch so ein bisschen dieses, ja, dieses Gefängnis darstellt. Gedanken, die dich fesseln, die dich festhalten, von denen du dich lösen musst, damit du das auch erreichst. Und dazu hilft dir die Mäßigkeit, das heißt Balance finden. Balance auch zwischen, ja, ich sag mal, den Dingen, den alltäglichen Dingen und also jetzt Beruf und natürlich Familie und Freizeit und Entspannung. Ja? Hier hast du als Aussicht die 7 der Stäbe, was bedeutet, dass du dich selber auch verteidigst. Aber du hast alle Möglichkeiten. Der Magier gibt dir alle Dinge, die du brauchst, um das zu managen, was du willst. Und die 9 der Kelche ist die Wunscherfüllung. Also alles gut. Alles kein Problem, liebe Waage. Es geht alles gut. Mögliche Veränderungen, die du aber auch mit selbst hervorbringen wolltest. Gut, wir gucken jetzt noch in die Wochenlegung und dann schauen wir mal, ob wir da noch mehr erfahren. So, meine liebe Waage, wir sind jetzt bei der Wochenlegung. Für jede Woche im Februar eine Karte. Es ist immer so, dass die Energien ein bisschen vorher, ein bisschen nachher noch Auswirkungen haben, also nicht genau auf den Tag. Erste Woche, 4 der Stäbe. Schönes Heim, Sicherheit, ein richtig tolles Zuhause, so wie man sich das wünscht. Zweite Woche, die 5 der Kelche. Das ist die Woche, in der du dich, ja, ich sag mal, neuen Dingen zu wendest und dich vielleicht auch ein bisschen vor den Möglichkeiten, die sich dir bieten, nicht so öffnest, wie du könntest. Dritte Woche. Da haben wir die 10 der Kelche. Es gibt offensichtlich was zu feiern. 10 der Kelche ist halt wirklich ein Ziel erreicht. Vierte Woche, der Ritter der Schwerter. Das heißt, klare Kommunikation, klare Aussagen. Muss man natürlich immer aufpassen, dass man nicht zu harsch wird, weil Schwertenergie ist immer auch ein bisschen. Ja, ich sag mal, sich nicht so positiv äußern. Also man kann Kritik üben, man kann das höflich und ja, konstruktiv tun oder sehr destruktiv. Und das ist bei Schwertern schon mal möglich. Gucken wir mal. In der ersten Woche haben wir auch direkt die 10 der Kelche. Also die erste Woche wird für dich ein voller Erfolg und von liebevollen Schwingungen umgeben. Die zweite Woche. Da haben wir, ja, du wendest dich neuen Dingen zu und siehst nicht alle Möglichkeiten, aber du hast die Königin der Münzen, bist halt sehr materiell eingestellt, was ja nicht unbedingt schlecht ist, möchtest dich halt absichern, ja. Und das ist ja auch, wie gesagt, das sichert ja auch dein Heim, deine Familie, alles. Deswegen ist es relevant. In der dritten Woche haben wir die 10 der Kelche, also Wunscherfüllung. Darüber hinaus, du hast dein Ziel erreicht und das Ass der Schwerter. Auch eine Möglichkeit, etwas entweder zu beenden, was dich stört, oder etwas Neues kommunikativ und sehr sozial, ja, ich sag mal, umzusetzen. Ja, dann haben wir ja den Ritter der Schwerter und da haben wir auch wieder das Ass der Münzen. Also, du kannst dich sehr gut verkaufen, in Anführungsstrichen, im Sinne von, wenn du jetzt einen neuen Job beginnst, du hast vielleicht hier die Zusage bekommen und hier wird richtig verhandelt und du schießt den Vogel ab. Also sehr gute Möglichkeiten, Sicherheit, Stabilität, genau das, was du dir wünschst. Und jetzt schauen wir noch mal, was die Orakelkarten sagen für den Monat Februar für
die Waage. Und da haben wir: Warte. Stürze dich jetzt nicht in Aktivitäten. Nimm dir Zeit und das Ergebnis wird besser sein. Das heißt, du sollst diese Energien oder diese Möglichkeiten gut durchdenken. Natürlich nicht in deinem Kopf gefangen sein, wie die Acht der Schwerter, sondern einfach auch vielleicht kommunizieren mit deiner Familie, mit denen, die dir wichtig sind, und in Ruhe eine Entscheidung treffen. Dann wirst du da auch die richtige Entscheidung treffen und hier wirst du das entsprechend finanziell absichern. Sehr schön, liebe Waage. Herzlichen Glückwunsch. Was ich noch sagen möchte, ich habe mir noch ein Extra ausgedacht zum Thema Valentinstag und so weiter. Und das werde ich euch gleich zeigen. Also bleibt dran. So, da bin ich mit dem Extra, liebe Waage. Und zwar geht es natürlich um den Valentinstag. Und da geht es natürlich um Präsente, um die Wertschätzung, die wir anderen gegenüber bringen, oder die Liebe. Und ich habe mir das Thema Achtsamkeit auf die Fahnen geschrieben. Achtsamkeit auch Menschen gegenüber, die uns vielleicht nicht nahestehen oder mit denen wir nicht so engen Kontakt haben, aber von denen wir wissen, dass es denen nicht so gut geht, dass sie vielleicht ein bisschen Kummer haben oder wirklich arm sind oder so. Und da habe ich eine Idee gehabt, dass man einfach mal sagt, jeder von uns könnte irgendjemanden in seinem Umfeld eine kleine Überraschung bereiten, eine Kleinigkeit schenken oder jemanden zu irgendwas motivieren. Und dazu habe ich hier zwei Karten gezogen. Einmal in dem Berufungsdeck und da haben wir bei der Waage Bodywork. Zu deiner Lebensaufgabe gehört Körperarbeit, wie zum Beispiel Massagetherapie, Energieheilung, Physiotherapie oder Sport. So, das ist jetzt die Anregung, die von den Karten kommt. Vielleicht kannst du jemanden eine schöne Massage zukommen lassen oder du lädst jemanden ein, weil Bodywork könnte ja auch Sport bedeuten, mit dir ein Match zu spielen oder irgendwas. Das wäre so eine Idee. Und das halt für jemanden, der vielleicht sonst nicht beschenkt wird. So, und das Tarot sagt dazu 3 der Kelche. Also, auf jeden Fall Party. Das wird eine super Sache. Und ich glaube, dass du jemandem damit einen Herzenswunsch erfüllen könntest oder jemanden vielleicht aus seiner Isolation holen könntest. Das ist natürlich vollkommen freiwillig. Das ist nur eine Anregung, eine Idee. Und ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr da irgendwas macht und mir dann im Nachhinein erzählt, wie das angekommen ist, ob sich jemand gefreut hat, ob ihr damit irgendetwas machen konntet. Selbstverständlich ist die Idee auch für eure Liebsten gut, klar. Ist einfach nur mal so am Rande. Ja? Wenn euch das Ganze gefallen hat, auch die ganze Legung und so weiter, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr öfter was von mir hören wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren und die Klingel dort drücken, dann kriegt ihr immer, wenn was Neues kommt, direkt einen Bescheid. Also, ich wünsche euch einen tollen Februar, schönen Valentinstag und schönen Karneval. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns ja bald wieder. Bis dann. Tschüss.